Ich hatte mir vor nicht allzu langer Zeit eine Kiste gekauft. Schöne Kiste, ne? In der Kiste ist was drin. Und zwar habe ich mir mal so einen Schleifbock vom Parkside gekauft. Also, ich sag mal, jetzt für kleine Dinge, Quatsch, was denn ich, für den Mopedschrauber, der mal irgendeine Schraube kürzen möchte, weißt ja, kriegst du Schrauben, die sind viel zu lang, ne? Und dann sägst du die ab, kriegst die Mutter nicht drauf oder was weiß ich. Ne? Entweder nimmst du eine Feile oder hältst du hier kurz ran und dann hast du quasi vorne die Winde wieder entgratet. Und deswegen habe ich mir diese Maschine gekauft. Kostenpunkt ungefähr 50 Euro mit Versand. Parkside ist Lidl. Vom Parkside habe ich eigentlich einige Sachen, zum Beispiel eine Stichsäge, funktioniert tadellos, hat schon alle Möbel gebaut. Hier, alles, was du hier so siehst. Ne? Oder halt noch hier so ein Druckminderer Öler, habe ich auch vom Parkside, funktioniert einwandfrei. So ein Luftschlauchabroller, auch vom Parkside, funktioniert super. Bis jetzt, sogar im Winter, also wo man minus 15 Grad hatten oder so, da war der Schlauch nicht hart, der war weich und hat super funktioniert. Also ich sag mal, für solche Dinge kann man das ruhig nehmen und auch benutzen. Ne? Und wir sind ja auch alle keine Profi-Werkstätten und deswegen kaufe ich mir persönlich bei manchen Sachen einfach günstige Geschichten. Außer jetzt bei Werkzeug, so was hohe Belastung aussetzt, ist zum Beispiel Schlüssel, hier Torx oder sowas. Ne? Da passe ich dann schon mal auf, dass das ein bisschen ja, besser ist, wenn du jetzt zum Beispiel einen Zylinderkupplung anziehen willst oder so vom Auto. Da musst du schon Qualität haben. Das kaufe ich dann meistens immer vom BGS. Gut, dann packen wir den ganzen Spaß mal aus hier. So, und das ist quasi das Gerät von Parkside. Ne? Weil ich erstaunlich finde, dass du 3 Jahre Garantie auch drauf hast. Ne? Das ist schon irre. Ne, du hast hier quasi einen kleinen Schleifbock dran, vielleicht ist es auch ein bisschen zu grob, aber die kriegst du ja nachgegrobt. Ne, und dann hast du hier, wie gesagt, einen Bandschleifer dran. Da ist quasi hier eine Parkside, hier steht PSBS 240C2. Und da gucken wir jetzt mal rein und schauen mal, wie viel wir zusammenbauen müssen eigentlich bei dem Gerät. Also bei mir ist es ja meistens immer so, du kaufst, dann stellst du das irgendwo hin. Und ich hatte jetzt sogar schon gehabt, dass ich Geräte ausgepackt habe, da war die Garantie schon vorbei. Erstmal haben, ne? So quasi. Da ist eine Bedienungsanleitung bei, wahrscheinlich in verschiedenen Sprachen. Ist auch eine deutsche Sprache mit bei. Na, also kannst du durchaus auch, wenn du der deutschen Sprache mächtig bist, lesen. Was haben wir hier noch? Ah, hier. Naja, ich meine, da geht jetzt schon wieder los. Na, da hast du denn hier so einen Schutz. Was aus Plexiglas ist, aber relativ stabil. Ja, das Metall, na gut, und angeschraubt ist es angeschraubt, ne? Dann ist er nur fest. So, was haben wir noch? Das werden wir sehen. Das ist wahrscheinlich der Tisch, wo du, ich sag mal, deinen Bohrer oder was weiß ich, auflegen kannst. Oder deine Schraube. Das Ding ist ja nicht groß. Hier ist das gute Stück. Wir gucken, ob noch mehr Einzelteile drin sind. Also der ist wirklich sehr süß, ne? Jetzt muss ich aber mal gucken. Ist das hier Metall oder? Das Metall ist Plastik. Naja, wird schon halten. Also wie gesagt, da kannst du nicht viel verlangen. Aber für die Arbeiten, die wir hier machen, ist es vollkommen ausreichend. Guck mal, sogar Ersatzteile dabei. Wenn ich habe welche, kann man welche schneiden. So, kann man anschrauben, habe ich gerade gesehen. Weil manchmal sind die ja ein bisschen unwuchtig oder du drückst ein bisschen Böller. Dann schiebt sich das nicht. War hier, guck. Hier kannst du das anschrauben. Und hier, also viermal kannst du das quasi anschrauben. Jetzt haben wir, ja, wie gesagt, noch zwei so. Was ist denn das für ein Papier? 80er, 120er. Ja, das kriegst du ja nachgekauft, ne? Ein Ausschalter
Aber auch kein Sicherheitsschalter, wenn jetzt zum Beispiel Strom ausfällt oder so, dass der denn nicht mehr angeht, die Maschine. Eine Sicherung haben wir nicht. Kohlebürsten können wir auch nicht wechseln. Naja, aber du wirst du verlangen. Das sind 50 Euro. Ne? Hier kannst du das instellen, die Rolle hier oben, so, damit es zentriert läuft, quasi. Und hier auf die Seite, da kannst du das entspannen, das Gerät. Das ist ein bisschen wackelig, sag ich jetzt mal, ne? Aber wir können es ja anschrauben. Entspannen, dann kannst du nämlich diese Rolle rausnehmen. Also dieses Sandpapier. Ne? Aber dazu musst du erst an der Seite hier und da das lösen und abmachen. Ne? So, was haben wir denn noch? Dann haben wir hier den Schutz für hier oben. Guck mal. Und damit dir das nicht in die Augen, fliegt, aber du solltest trotzdem definitiv eine Schutzbrille tragen. So, das wird dann einfach hier so ran gemacht. Tatsächlich, das wird hier einfach so ran gebaut. So, das muss ja dann natürlich hier laufen, so dass es gerade so ist, dass jetzt, wenn jetzt hier was abreißt, sich rin dreht, nicht vorne rausschießt und dir das dann vielleicht direkt in den Bauch. Ne? Aber es ist halt dünne Zeug. Ne? Es ist keine Maschine von 1930, sondern eben eine Maschine von jetzt mit Plastik. Das sollte auch ein bisschen fest sein, weil durch Vibrationen, ne, wisst ihr. So, dann machen wir das noch fest hier. Und dann können wir gleich die Maschine mal ausprobieren. Die Jute ist, die ist halt leicht. Und du kannst die in einer anderen Ecke verbringen. Dann hast du hier die kleinen Tische. Dann hast du hier so eine Art Schlossschraube. Die kommt dann hier durch. Dann kommt der Tisch hier rauf. So. So hat sich der Konstrukteur das wahrscheinlich gedacht. So, dann stellst du dir das so in, dass es ganz minimal vorbeigeht. Genau das gleiche ist hier drüben. Da kannst du ja quasi wählen, wo du das dran haben möchtest. Ob du den Tisch hier hin haben möchtest oder hier unten. Und wenn du hier einen rechten Winkel brauchst, ne, dann musst du dir das auch einstellen. Ne, dann nimmst du dir ein Winkelmesser, hältst ihn hier so ran. Und dann hast du einen rechten Winkel. Also jetzt wollen wir das mal in die Steckdose stecken. Ja, probieren müssen wir das natürlich auch. Ne? So. So, nicht hier so rüber fassen, ne? Sondern einfach bloß einschalten. Also ich persönlich würde sagen, die hat ihren Test bestanden. Vielleicht spornet euch ja an, auch so eine günstige Maschine mal zu kaufen, um mal ein paar Kleinigkeiten, was weiß ich, zu machen. Wenn du jetzt auch den Karten willst hier. Das ist dieser Link hier, der ist abgeschnitten, willst du den Karten, dann kannst du das schnell mal hier drüber halten und dann wartet. Ne? Und wie gesagt, Unboxing-Sachen ist nicht so mein Ding. Aber ich habe mir gedacht, naja, wenn wir schon an Sinnlos schrauben oder an Autos, dann brauchen wir sowas auch mal. Das war eigentlich schon so ein lang gehegter Wunsch. Und möchte man nicht so viel Geld ausgeben. Manchmal macht das Sinn, mit Geld ausgeben, viel Geld ausgeben. Aber in dem Fall jetzt für mich nicht, weil ich ja nicht wirklich ja, viel wahrscheinlich das benötige. Das ist einfach nur eine Maschine von unzählig vielen Maschinen, die ich habe, die auch eigentlich relativ gut funktionieren. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verabscheue mich und sage einfach mal, bis die Tage, euer Torti.